Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Bowmore, 12 Jahre. Ja, zu dem Kollegen hier habe ich ein ganz besonderes Verhältnis. Und zwar habe ich damals in der Zeit, in der ich mit Single Malt Whisky in Kontakt kam, die rauchigen Whiskys immer gemieden. Ja, ich habe da einen riesen Bogen drum gemacht, lag größtenteils an den Geschmacksbeschreibungen, die da sagten, ja, Torf, Teer, Jod, Seetang, medizinisch, Krankenhaus, Desinfektionsmittel und so weiter. Also laute Aromen wurden da aufgezählt, die mich als Einsteiger total abgeschreckt haben. Ich hatte oft im Supermarkt einen rauchigen Whisky in der Hand und habe mir dann gedacht, was ist, wenn der dir nicht schmeckt, sind 30, 40 Euro am Arsch und dann hast du eine Flasche, mit der du nichts anfangen kannst. Nee, lieber wieder zurückgestellt und einen Space Cider gekauft. Ja, das ging eine ganze Zeit so, bis ich dann irgendwann hier in Aschaffenburg bei mir in der Whisky-Bar unterwegs war und habe mir dann einfach mal einen Bowmore 12 Jahre bestellt. Ja, so ein bisschen skeptisch die Nase ins Glas gehalten und ich war begeistert. Ja, ich war restlos begeistert. Der hat mich vom Geruch erinnert, wenn man mal so über einen Mittelaltermarkt läuft und kommt beim Schmied vorbei und wenn dann in der Esche da die Kohle glüht. So hat der gerochen und ich liebe Mittelaltermärkte und habe mich in dem Moment wirklich auf so einen Markt versetzt gefühlt. Also ich war wirklich begeistert und habe nie bereut, dass der Bowmore 12 Jahre mein erster rauchiger Whisky war. Seitdem, wenn mich jemand fragt, mit was er denn in die Welt der Islay Malts einsteigen kann, empfehle ich den Bowmore 12 Jahre. Ja? Abgefüllt ist er mit 40 Volumenprozenten, leider gefärbt und kühl gefiltert. Ja? So, und damals in dieser Whisky Bar habe ich den Bowmore 12 Jahre in einem kleinen Kernglas gehabt und deswegen als ja, bisschen Nostalgie habe ich heute auch dieses Glas und werde den daraus verkosten. So. Ja, von Bowmore habe ich neulich schon mal einen probiert und zwar einen Whisky ohne Altersangabe, den Bowmore Legend. Habt ihr rechts oben mal einen Link zum Tasting-Video? Der war ein bisschen arg jung und eindimensional, aber für Einsteiger ist er wohl sehr gut geeignet. Er überfordert keinen. Die Aromen, die er hat, lassen sich da schön aufschließen und er bietet mal so einen ersten Eindruck in die Welt von Bowmore. Ja? Farbe beurteilen wir heute nicht, er ist gefärbt. Und man weiß nie, wie viel da gefärbt ist, ob der Whisky relativ hell ausfällt und man den extrem dunkler macht, damit er einfach den Kunden im Geschäft dann mehr anspricht, oder ob man einfach nur die Farbe angleicht, weil verschiedene Chargen sich leicht in der Farbe unterscheiden. Keine Ahnung. Nach 12 Jahren sollte eigentlich nicht zu dunkel ausfallen. Vor allem ist hier ein gewisser Sherryfassanteil dabei beim 12-Jährigen und das sollte ihn an sich schon von der Farbe eigentlich schon relativ dunkel machen. Also wenn ich die Farbe jetzt bestimmen müsste, würde ich sagen ein heller Bernstein, ja. Ja, sofort Rauch natürlich da, aber in Kombination mit einer Zitrusfruchtigkeit. Und wenn ich den Rauch jetzt vom Rauchgehalt bestimmen müsste, würde ich sagen so 30 Parts per Million. Ja, und das macht Bowmore jetzt interessant als Einstiegswhisky, weil beispielsweise die Single Malt Whiskys an Islay Südküste, also Ardbeg, Laphroaig und Lagavulin, bei denen geht es so bei 40, 45 ppm los und hier der Bowmore ist quasi ein Entschärfter mit, ja, ich würde jetzt sagen 30 ppm. Und es ist jetzt auch kein medizinischer, phenolischer Rauch, das ist jetzt eher so ein richtig schöner, trockener Lagerfeuerrauch. Und die Zitrusfrucht, die da sofort mit einhergeht, das ist sowas wie eine, ja, wie eine Limone, aber hat doch einen leicht säuerlichen Stich, ja. Ist schön rund in der Nase. Also da ist nichts an Fehlaromen, nichts, was anstrengt. So der ein oder andere rauchige Vertreter von Islay, da ist dann schon, erstmal Glas kurz weg, ja. Der erste Riecher, der ist dann teilweise schon ein bisschen strange und krass, wenn man jetzt als erstes einen Islay Malt im Glas hat, aber der hier ist schön, schön rund. Schön ausbalanciert. Nach einer Zeit lässt der Rauch auch nach, der macht mehr auf und dann kommt dann auch die Vanille raus. Ja, schön. Ich fühle mich jetzt im Moment gerade nicht auf den Mittelaltermarkt versetzt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt den hier so, ja, in einer recht sterilen Umgebung probiere und da jetzt keine Ablenkung habe. Da in der Bar war viel los, da waren Leute da. Da ging es schon eher, dass man sich da in eine andere Situation versetzen kann. Aber der Rauch ist hier sehr schön.
schön seidig im Mund. Ja, Rauch ist auch im Geschmack präsent, aber gar nicht aufdringlich. Süße Orangen schmeckt man hier. Und toll. Ja, und dann ist da noch sowas wie eine Honignote im Geschmack, die das Ganze süß macht. Die hat aber so ein Kräutertouch, ja, so ein Kräuterhonig, so ein Waldhonig, ja. Also es ist jetzt kein richtig süßer Honig, so wie man kennt, wie man sich aufs Brot schmiert oder so. Da hat dann schon so eine Kräuterkomponente drin. Und das in Kombination mit dem wunderbar eingebundenen Rauch und der saftigen Orange macht den sehr komplex und angenehm im Mund, ja. Jetzt spürt man ein bisschen das Fass, die Eiche. Und in der Nase ist jetzt auch dieser Kräuterhonig präsent. Der Rauch geht jetzt richtig zurück, ist jetzt nur noch so, ja, ganz leicht schwebt er da drüber. Hat jetzt so ein bisschen so einen muffigen Charakter. Wenn man mal im Keller so einen alten Karton aus der Ecke holt und macht den auf und da kommt dieser Mief von Jahrzehnten raus. So riecht er jetzt gerade. Ja, ist schön komplex in der Nase wie im Geschmack. Also der Beaumont 12 Jahre, also wie gesagt, ich bereue es auf keinen Fall, dass das mein erster Whisky war. Es war genau richtig. Mein erster rauchiger Whisky. Ja. Ja, toll, der Abgang. Ah, jetzt kommt sogar so eine leichte Nuss. Wie heißt diese Nuss? Das ist sieht aus wie so ein Speer, hat so eine leicht dunkelbraune Haut drüber. Ah, mir fällt der Name nicht ein. Daran erinnert er mich, so eine schmale Nuss, wie so eine Speerspitze mit so einer leichten Haut drüber. So war gerade geschmacklich auch noch da. Ja, toller Whisky. Also wer vor der Wahl steht, vor der Entscheidung, welchen rauchigen Single Malt Whisky nehme ich als erstes, der hier ist es auf jeden Fall. Ja. Also er ist schön, er ist, ja, ist eine runde Sache, ja. Also da sticht kein Aroma extrem raus, er ist schön ausgewogen, ausbalanciert, komplex und hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Der fängt im Internet irgendwo bei 26 Paar Zerquetschte an. Also ich kann ihn nur empfehlen. Ja. Abschließend noch was zu sagen. Ja, nee, kauft euch so eine Flasche Beaumont 12 Jahre, ganz einfach. Macht ihr nichts falsch, ja, ihr werdet es nicht bereuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer hat mich gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mich begleitet habt hier auf meinen Pfaden. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Kommt jede Woche ein neues und ja, haut rein.